So, da seid ihr ja auch schon. Ich bin fertig für heute, hab heute mal richtig das ganze Baumhaus von oben bis unten geputzt. Boah, war ganz schön anstrengend. Aber jetzt bin ich fertig und jetzt kommt das Schönste des Tages, nämlich eure Bilder durchs Fernrohr. Kommt mal mit. Und da kommt auch schon der erste Stern angeflogen mit einem Bild von der Mirjam, die ist 5 Jahre alt und kommt aus Garto. Und sie hat uns den kleinen König und die kleine Prinzessin gemalt. Vielen Dank. Der nächste Stern zeigt uns ein Bild vom Benedikt. Der ist 4 Jahre alt, wohnt in Speyer. Und wer ist das wohl? Na ganz klar, das ist der Sandmann natürlich. So, und jetzt kommt der Stern hierher zu mir ins Baumhaus. Da kommt er auch schon angeflogen. Hallo Sternchen. Tag. Warte mal kurz, Stern. Ich habe nämlich, dich habe ich, glaube ich, noch nicht geputzt heute. Moment. So. Alles klar. Funkelst wieder wie neu. Tschüss, gute Reise. So, unsere Gewinner heute, das sind 2 Jungs. So sehen die beiden aus. Der Ältere heißt Leonard, ist 5 Jahre alt. Der Jüngere ist der Albert. Und beide kommen sie aus Frankfurt. Und der Albert hat uns hier diesen Regenbogen gemalt und ein paar Münzen. Und sein Bruder Leonard, der hat dieses Bild hier gemalt. Darauf sieht man den Sandmann und den kleinen König. Sehr schön. Vielen Dank an euch beide. Und ihr bekommt natürlich ein Geschenk aus unserer Schatzkiste. Aha, da ist dieses Spiel für euch drin. Viel Spaß damit. Das schicken wir euch zu. Was passiert eigentlich mit dem Traumsand, der nicht verbraucht wird? Also ich meine, der Sandmann streut ja den Traumsand. Und was ist, wenn was vorbeigeht? Es fällt ja dann auf den Boden. Und wenn es auf dem Boden landet, dann saugt man es ja mit dem Staubsauger auf. Dann müssten ja im Staubsauger eigentlich ganz viele tolle Träume drin sein. Ich schau mal rein. Nee, also tolle Träume sind das nicht. Und wenn, dann sind sie alle schmutzig geworden. Da hilft nur eins. Heute Abend ja keinen Traumsand vorbeigehen lassen, sondern so auffangen. Also schlaf gut, träumt was Süßes und bis bald. Urlaubszeit und der kleine König muss regieren. Was hast du denn da so Wichtiges zu lesen? Lauter Postkarten. Urlaubsgrüße von meinen Freunden. Dann lies doch mal vor. Grüße aus Mallorca von Sigrun hier. Saluti da Venetia von Anne. Und Liebesgrüße aus Moskau sendet Tante Röschen. Das ist doch schön. Kein bisschen schön. Ich hasse Urlaub. Na, na, na. Kleiner König, bist du am Ende etwa ein bisschen neidisch auf die anderen, die jetzt baden, in der Sonne liegen und faulenzen? Ha, neidisch? Ich bin König und alle anderen sind neidisch auf den König. So war es ja gar nicht gemeint. War es doch. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Hat sich ausregiert.
Ich mache mir jetzt meinen eigenen Urlaub. Wirst schon sehen. Ein König kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen und sich davon machen. Kann ich eben doch. 1, 2, 3, stopf ich alles rein, stopf hier und noch da. Sind die schwer. Wo willst du hin? Ach so, jetzt wird unter freiem Himmel. Genau. Was schreibst du denn? Viele Grüße aus dem Urlaub. Die Sonne scheint. Ich bade den ganzen Tag. Und hier ist es herrlich einsam. Der Sand ist warm und weiß. Du bist verrückt. Stör mich nicht. Ich muss heute noch ganz viele Urlaubskarten schreiben. Ah ja, das Essen ist gut. Seid nicht neidisch, aber ein König muss eben auch königlich Urlaub machen. Und wenn Könige verreisen, dann lacht der Himmel. Punkt. Dann hat gefälligst der Himmel zu lachen. Was bist du nur für ein Aufschneider? Gleich wird es regnen. Und du sitzt mit dem ganzen Mobiliar im Freien. Und außerdem schwimme ich den ganzen Tag. Hassi! Schluss jetzt und ab ins Schloss, kleiner König. Die Karten schwimmen ja schon davon. Gesundheit. Womit könnte man dich nur wieder aufheitern? Vielleicht so. Zuerst hast du Karten gelesen. Dann hast du Karten geschrieben. Ja. Und jetzt könnten wir doch Karten spielen. Das macht uns doch immer Spaß. Mir macht gar nichts mehr Spaß. Lasst mich alle in Ruhe. Hey, kleiner König, so geht das nicht. Das ist kein gutes Ende für unsere Geschichte. Nein, nicht? Na schön, dann schick ich meinen Freunden morgen eine Spielkarte per Post. Und ich lade sie alle zu mir ein, zum Kartenspielen. Und schon ist er wieder ins Bett gehüpft und eingeschlafen. Sicher träumt er schon von seiner Lieblingskarte. Welche das ist? Der Herzkönig vielleicht? Ganz falsch. Es ist die Speisekarte. Ja, mit doppeltem Nachtisch. Ja, die Speisekarte mit viel Nachtisch am Ende. Jetzt schlaf schön und träum was Süßes. Schöne Geschichte gibt's morgen vom Pitti Platsch beim Sandmann. Schöne gute Nacht, Chili. Gute Nacht, Kriegel. Du solltest jetzt lieber die Augen zumachen. Gute Nacht, Findus. Gute Nacht, Findus. Gute Nacht, Papa Luga. Schlaf gut, Happy. Thank you.